Auf diese Verteidigungslinien der Russen würde ich noch mal ganz gerne eingehen wollen. Da hat man ja immer gehört, dass die massiv ausgebaut worden sind. Inwiefern hinterlässt das ein mulmiges Gefühl bei den ukrainischen Soldaten? Haben die Angst, dass man das vielleicht gar nicht schaffen könnte, weil diese Verteidigungslinien so massiv sind mit Sprengfallen, Minen und allem, was dazugehört? Mein Gefühl ist, bei den Gesprächen mit den Ukrainern, sie lassen diese Angst nicht zu. Für sie ist das alternativlos. Sie sagen, wir müssen unser Land befreien. Wir müssen unsere Familien schützen, unsere Kinder, unsere Ehefrauen. Diejenigen, die an der Front sind, sagen, wir werden weiter vorangehen, egal wie heftig die Gegenwehr ist. Aber du sprichst die Verteidigungslinien an, die sind heftig, die sind viel besser geplant, als man das gesehen hat, was im Herbst passiert ist bei der Gegenoffensive. Und darüber habe ich mit den Soldaten gesprochen. Das Problem ist, dass die Russen sehr viele Helikopter, sehr viele Flugzeuge einsetzen und die Ukrainer diese Flugabwehr eben in den Großstädten brauchen, also in Kiew und Dnipro zum Beispiel. Das Brutale ist, sie müssen sich sozusagen momentan entscheiden. Schützen wir unsere Zivilbevölkerung oder die Soldaten? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.